Trevor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskrone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Überlebst du nicht! Das gefällt mir schon. Scheiße! Ausfluten.
Dieser Ort wird gut bewacht. Sigmunds Priester ist in der Kirche. Diesmal wendest du dich nicht raus. Vorteil. Da ist der Hund. Schieß! So sieh dir nur dieses Bauwerk an. Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben? Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Ich sollte mich vermummen. Da! Bleu! Gefahr! Flug auf Oliver!
Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Hallo und willkommen. Für Reisen eine sehr gute Wahl. Damit würdest du sehr mächtig aussehen. Ja, das sieht großartig aus.
Darin würdest du atemberaubend aussehen. Du bringst die seltsamsten Dinge vorbei. Das ist ein sehr schönes Stück. Hast du schon alles gesehen? Ich muss los. Bis bald. Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nichts. Ungeziefer wie du würde nicht aus dem Schlamm kriechen. Würde Wiegmund... Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wiegmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wiegmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wiegmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben! Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Oh! Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wiegmund ist auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Eivor, was hatte Wiegmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörich ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Galen nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Ich
Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Ich nehme es mit jedem auf. Lass uns zusammen schwitzen, zusammen bluten und zusammen. Ich warte auf deine Rückkehr, Eivor, und den folgenden Ruhm. Eivor, welche Überraschung. Ich frage mich. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Grantabrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird, wie schwer es auch sein mag, dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt.
Ich versuche herauszufinden, wer Soma an die Sachsen verraten hat. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. In der Nacht des Überfalls war ich an der Küste, in Gedanken versunken. Ich war allein in jener Nacht. Und bis die Sachsen kamen, ist mir nichts aufgefallen. Ich hoffe, das genügt dir. Du kehrst zurück. Ich frage mich, ich sollte jetzt gehen. Du kehrst zurück. Ich sollte jetzt gehen. Hallo. Hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Granta-Brücks zum Ufer rannte, gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Ist vor dem Überfall auf Granta-Brück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich habe mich gefragt. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus und Soma befahl den Rückzug. Du sagtest, du könntest Somas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Wie fühltest du dich, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Granta-Brück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Leif, irgendjemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Wo warst du, als der Überfall begann? Und was hast du gemacht? Als es losging, war ich in meiner Werkstatt und dekorierte ein Segel für unsere Verbündeten in Grimsby. Ohne meine gelbe Farbe. Und als Soma den Rückzug befahl, wurde bereits mitten in der Stadt gekämpft. Ich war nicht mal in der Nähe des Tunnels. Ganz und gar nicht. Kann ich dir sonst noch behilflich sein? Ich habe mich gefragt... Ich sollte jetzt gehen.
Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Schon wieder da, Sonnenschein? Es gibt ein paar Dinge, die... Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr... An manchen Tagen tut es sehr weh. Ich muss jetzt gehen. Diese Taschen gehören Birna, gepackt für eine lange Reise. Hast du in Grantabrück Schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Eine Einheimische sagte, sie hätte jemanden vom äußeren Teil der Stadt Richtung Fluss rennen sehen, kurz vor dem Überfall. Hat sie erkannt, wer es war? Nein, im Nebel konnte sie nichts erkennen. Doch wer auch immer es war, wusste, dass etwas Schlimmes bevorstand. Leaf sagt, er habe während des Überfalls in seiner Werkstatt gearbeitet. Die Schiffswerkstatt ist gut einsehbar und weit vom Tunneleingang entfernt. So kann er die Sachsen nicht in die Stadt geführt haben. Birna hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Birna hat in der Nacht des Angriffs für eine lange Reise gepackt. Glaubst du, sie wollte uns verlassen? Auf jeden Fall hat sie sich auf die Abreise vorbereitet.
Garlin hat niemanden, der bezeugen könnte, wo er sich in der Nacht des Überfalls aufhielt. Garlin ist ein komischer Mann, aber er ist kein Kind. Er braucht keine ständige Überwachung. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Ich habe einen eisernen Magen und mächtig Durst. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Sie für mich sühnen. Zeig mir, was vor uns liegt.
kehrst zurück. Ich frage mich. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Ich sollte jetzt gehen. Kann ich dir sonst noch behilflich sein? Ich habe mich gefragt. Ich sollte jetzt gehen. Hast du in Granterbrück schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Garlin hat niemanden, der bezeugen könnte, wo er sich in der Nacht des Überfalls aufhielt. Garlin ist ein komischer Mann, aber er ist kein Kind. Er braucht keine ständige Überwachung. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher?
Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Ich nehme es mit jedem auf. Duda, hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Grantabrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fens. Könnte ich sie wiederholen, ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Suchst du was Bestimmtes? Nun muss ich gehen. Auf bald. Hey, rücksichtslose. Das war ein gutes Langschiff, eines Anführers würdig. Es muss Soma gehören.
Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer geschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los, mit Verbündeten als Besatzung. Sönin, leite mich. Ist in Ordnung. Ich bin dir sehr dankbar.